So Leute, da sind wir wieder bei Let's Play Pokémon Silber. Der Don Marci hat mich hier auf Route Schieß mich tot rausgelassen. Ich habe jetzt echt keine Ahnung, wie viel das ist, aber ich meine irgendwas bei 28 was rum müsste das hier eigentlich sein. Vielleicht auch 27. Ja, ich glaube 27 kommt gut hin. Rückia ist vorne. Team ist noch halbwegs fit, zumindest alles im grünen Bereich. Ja. Gehen wir einfach mal weiter. Heute fühle ich mich großartig. Ich fühle mich so stark, dass ich den Liga-Champ besiegen könnte. Du und Siegfried besiegen. Na, lass mal sehen, was du da hast. Drei Pokémon. Und er fängt mit einem Baldorfisch an. Ich weiß ja echt nicht, aber ich glaube, du hast dir da ein bisschen viel vorgenommen. Wenigstens nur zwei Treffer. Das kann dauern mit der Attackenanimation. Da geht er down. Und Level 35 für Rückkehr. Ja, langsam werden die Werte doch. Ein weiteres Baldorfisch. Ja, ich möchte wechseln. Und zwar kann Spike das doch ganz gut machen. Esther muss immer noch Level 36 werden, damit er endlich eine Psycho-Attacke lernt. So, nachdem es ja hier noch keine Fähigkeiten gibt, kann ich ohne Bedenken draufhauen, ohne befürchten zu müssen, dass er mich mit dem Giftdorn vergiftet. Also untergraben wir ihn einfach mal und machen den Volltreffer damit. Gibt es auch noch schön Level 34 für Spike. Ja, das ist ein schöner Verteidigungswert und der Angriff sieht auch ganz gut aus. Den Gold King hat er noch. Ja, ich möchte wechseln. Esther und Scarabu sind die letzten auf Level 33. Da müssen wir die mal noch ein bisschen mit reinschicken. Also los, Esther, beiß ihn. Macht weniger als ich dachte, aber gut, der ist ja auch Level 34, unser Gegner. Vielleicht schreckt er ja zurück. Nein, tut er natürlich nicht. So, das soll's gewesen sein. Und, nee, er überlebt und jetzt gibt er uns einen Übelstaten Tarasch-Flegel. Na super. Immer diese paar Mini-KP, die sie da noch übrig haben am Schluss. Na komm, Scarabu, kriegst du wenigstens die IP. Wir müssten einen Beleber dabei haben noch, oder? Zwei Stück haben wir noch, okay. Muss reichen. Dann kriegt er hier noch einen Supertrank. Dann darf er auch mal nach vorne. Dass der aber auch ausgerechnet mit ein paar KP überleben musste da. Wow, sieh dir all die Orden an. Ich bin beeindruckt. Aber es reicht dir nicht, sie nur zu sammeln, oder? Das hast du gut erkannt. Psycho Cedric. Mit einem Psyana. Okay. Oh, und seins ist Level 36. Hm.
Ich glaube, hier sind wir mit Spukball fast besser dran, weil ich beim Gegner auch eine Schwäche in der physischen Verteidigung habe. Ja, komm mit dem Sternschauer. Und einem Ruckzuckhieb. Super effective. Und 1519 EP, das ist ordentlich. Guter Kampf. So, ich lasse erst einfach mal weiter an der Spitze. Ich will, dass der endlich seinen Psi-Strahl lernt. Oh, ein wildes Ponita. Habe ich aber keine Lust dagegen zu kämpfen. Naja, Moment, hier ist ja die eine Hütte, wo wir uns heilen können, ne? Yay, Heilung. Da du es bis hierher geschafft hast, musst du gut sein. Ich werde in diesem Kampf alles geben. Ja, dann gib mal alles. Astrainer Susi mit einem Pikachu. Wenn das deine Definition von alles geben ist, dann für viel Glück und so. Das wirst du nämlich brauchen. Doppelteam. Nice try. Aber mit Cheaten kommst du mir heute nicht davon. Ein Turtok. Ja, da möchte ich mal wechseln. Und auch noch unterlevelt. Thunder Punch. Oh, das hat ja sogar fast gereicht. Der kommt mit einem Regentanz. Dann kommen wir noch mit einer Epileptika-Attacke und dann soll's das gewesen sein. Und Level 35 für Jenny. Was haben wir hier noch für eine Beere? Eine Eisbeere. Gut, können wir nochmal Brand heilen. Was haben wir hier noch für einen? Wenn du harte Kämpfe bestreitest, wirst du stärker. You don't say. Na, gib mal her deinen harten Kampf, Mike. Satzinia da. Ja, jetzt, wenn ich einen Psi-Strahl schon hätte auf Esther. Gut, kann man nichts machen. Oh, Volltreffer. Machst du sehr schön, Esther. Uns nicht um den Finger, Satzenia. Das tut dir nicht gut. Siehst du, was du davon hast? Es gab auf jeden Fall eine EP und ein Flammara kommt in den Kampf. Bin jetzt auch fast im Überlegen, ob ich den physisch angreifen soll. Aber in dem Fall haben wir noch ein besseres Verhältnis zwischen Spezialangriff und Spezial. Wobei. Ich probier's mal mit einer physischen und schau, was mehr macht. Flammara hat eine wahnsinnig hohe Spezialverteidigung. Na gut, jetzt nicht mehr. Jetzt sollte der Biss reichen, nachdem wir seine Spätzdef gesenkt haben. Und 1357 Erfahrung und Esther erreicht Level 35. So, ein Kingler noch. Was schickt man da am besten gegen den Kingler rein? Ich lasse erst jetzt einfach drin. K
Gegner hat eine ziemlich hohe physische Verteidigung, also greifen wir hier auf jeden Fall auch wieder speziell an. Ein Stampfer. Oh, da gibt es nochmal eine Menge EP. Können wir erst hier nochmal schön trainieren. Aber jetzt gehe ich nochmal ganz kurz zu der Heilerhütte da unten. Ich habe keine Lust, unsere ganzen Supertränke deswegen jetzt zu verschwenden. So, weiter geht's. Hier immer noch ein Trainer. Ich treffe die letzten Vorbereitungen für die Pokémon-Liga. Astrainer Fred. Mit einem Parasect. Ich weiß nicht, ob mir das gefallen will, aber ich weiß jetzt auch nicht, ob Parasect irgendwelche Käfer attacken kann. Daher hauen wir einfach mal drauf. Er kann Schwerttanz, okay. Sehr schön. Zurückgeschreckt. Und 904 Erfahrungspunkte. Was hast du jetzt noch? Ein Enturon. Ja, da bleiben wir drin. In der Hoffnung, dass Esther hier vielleicht noch Level 36 wird. Wieder zurückgeschreckt. Bisschen Glück muss auch mal sein. Und ein Volltreffer hinterher. Und nochmal zurückgeschreckt. Jetzt geht's aber los hier. Dann kriegt er noch einen kleinen Sternschauer und es reicht. Sehr schön. Na dann gib mal her den Psi-Strahl. Hat er endlich eine Step-Attacke. Ja, und wir vergessen ihm Kopfnuss oder Sternschauer. Wäre ja fast für die Kopfnuss. Sternschauer kann man nochmal brauchen, wenn der Gegner wieder sowas wie Doppelteam durchziehen will. Ich habe es vermasselt. Oh ja, das hast du. Angler Alfred ruft schon wieder an. Ich habe aber kein Interesse. So. Moment, dann. Die Attacken wieder nach der Stärke sortieren. Und Moment. Scarabou kann mal nach vorne. Ich habe gegen einen Trainer namens Silber verloren. Er war sehr stark, aber es schien, als sei er vom Siegen besessen. Seine Pokémon taten mir leid. Ach ja, das Silber. Das Trainer der mit einem Galopper. Gefällt mir jetzt nicht wirklich, dass du mit einem Galopper hier dran bist. Na gut. Hau mal einfach mal drauf. Wenn du nur einen Furienschlag machst, ist das alles noch kein Problem. Das steckt unser Scarabou locker weg. Auch wenn du fünfmal triffst. So, einmal geht noch. So, bitte keine fünf Treffer nochmal. Dauert mir sonst zu lange. Drei ist okay. Und da gibt's Level 34 für Scarabou. Pokémon sind keine Kriegswerkzeuge. Dem kann ich beipflichten.
So. Ja, Scarabou kann ja nicht weiter vorne bleiben. Ein Top-Elixier. So. Dann packen wir nochmal das Fahrrad aus. Und dann geht's ab in die Siegerstraße. Nur Trainer, die sich als würdig erwiesen haben, dürfen eintreten. Oh, alle 8 Orden von Johto. Geh bitte weiter. Ja, wenn es immer so leicht wäre. Und wir haben ja leider immer noch keinen Schutz dabei. Golbat. Items, die will ich mir aber auf jeden Fall holen. Ein Georock. Und noch ein wildes Pokémon, die gibt's hier ja sowieso zur Genüge. Ein Rihorn. Sehr schönes Pokémon. Hier einen Hyperheiler. Hey, hier will ich lang. Ein Top-Beleber, aber ich kann keine weiteren Items tragen. Okay, den will ich aber auf jeden Fall mitnehmen. Irgendwas, was wir nicht mehr brauchen. Keiner braucht dich spezial. So, dann haben wir hier den Top-Beleber. Gibt's hier was? Nö. Sah nur so verdächtig aus. Und noch ein Golbat. Konsequent alle 5 Schritte. Ja, wenigstens gibt es hier drin keine Trainer. Spezial. Ja gut, das haben wir gerade weggeschmissen, das kann nur ruhig liegen bleiben. Hat mich hier schon gewundert, dass so lange keine wilden Pokémon gekommen sind. Jetzt übertreiben sie es wieder. Lasst mich doch einfach in Ruhe, ich will doch nur hier durch. War das jetzt richtig? Könnte sein. Hier ist auf jeden Fall noch ein wildes Dunfan. Top-Genesung will ich aber auch mitnehmen. Ich habe da vorhin nochmal was gesehen, was wir auf jeden Fall nicht brauchen. Nämlich ein Angriff Plus. Ja, da kann man sich nicht mal umdrehen, ohne dass ein wildes Pokémon kommt.
So, ich bin aber jetzt eh schon am Ende meiner Partzeit. Ich werde noch bis zur nächsten Leiter gehen und dann... Oh, apropos nächste Leiter. Ja, wenn ich jetzt schon hier bin, wir müssen jetzt dann in der Liga sowieso zu zweit aufnehmen. Dann werde ich das hier jetzt wohl noch ganz schnell machen müssen. Dann kriegt Scarabou jetzt nochmal schnell einen Supertrank. Muss ich halt nochmal ganz kurz den Part überziehen. Aber es lohnt sich nicht deswegen dann noch extra einen Part für die letzten paar Minuten dann zu machen. Moment. Willst du das Pokémon-Liga-Abenteuer bestreiten? Bring mich nicht zum Lachen. Du bist viel schwächer als ich. Ich bin nicht mehr so wie früher. Nun, habe ich die besten und stärksten Pokémon. Ich bin unschlagbar. Gold, ich fordere dich heraus. Ah ja, das gute alte Rival-Theme. Silber möchte kämpfen. Und er schickt einen Sneebel in den Kampf. Das ist ein Fall für Scarabou. Zertrümmere ihn, denn dagegen hat er eine Doppelschwäche. Auch wenn Zertrümmerer keine allzu starke Attacke ist. Reicht trotzdem fast für einen One-Hit. Ein Ruckzuck-Hieb. Ja gut, nach dem Kreideschrei tut er halt ein bisschen weh. Aber das steckt unser Scarabou doch locker weg. Golbat, da will ich auf jeden Fall nicht mit Scarabou drin bleiben. Das darf Jenny machen. Mit einem Donnerschlag. Und er überlebt es auch wieder knapp. Sind die beiden jetzt echt gleich schnell? Gab auf jeden Fall wieder ordentlich EP. Ein Magneton, ja, da möchte ich wechseln. Das ist das Richtige für Spike. Einem Schaufler. Sehr effektiv. Und ein Kadabra hat er noch. Möchte ich da wechseln? Lass mal das Esther machen. Esther ist der einzige, die mich zutrauen würde, dass er einen Kadabra überholen kann. Und er ist, der einzige, der eine sehr effektive physische Attacke dagegen hat. So, und ein Alpollo hat er noch. Okay, komm, das machen wir auch noch mit Esther, der kann das nämlich auch am besten. Können wir auch clever seine neue Attacke ausprobieren. Und was hat er jetzt noch? Ach ja, sein Turnupto. Ja, da möchte ich wechseln. Das ist der richtige Job für Garadon. Der Sprite von Turnupto sieht hier noch so richtig cool aus. Los, Garadon, mach ihn fertig. Ah, nee, Rauchwolke. Seriously? Für einen One-Hit wird das jetzt auf jeden Fall nicht reichen, aber ein Two-Hit sollte das auf jeden Fall werden. Ein
Flammenrad, das sollte auch nicht allzu viel abziehen. Der Surfer sollte dieses Turnipo jetzt umhauen. Und da haben wir den Silber besiegt. Ich konnte nicht gewinnen. Ich habe ihm alles gegeben, was du besitzt und was mir fehlt. Langsam begreife ich, was der Drachenmeister zu mir sagte. Ich habe nicht aufgegeben, der weltbeste Trainer zu werden. Ich werde herausfinden, warum ich nicht gewinnen kann, und dann werde ich stärker. Wenn ich soweit bin, fordere ich dich heraus. Dann werde ich dir die Leviten lesen. Bleib bis dahin dabei. So, eine Sache muss ich hier noch machen. Wobei... Moment, ich muss mal ganz kurz einen Stopp machen. Bin gleich wieder da. Okay, hab kurz was nachgeschaut. Das muss ich jetzt auch noch machen. Weil das Ding hier brauche ich auf jeden Fall. Das ist Erdbeben. So. Für den kurzen Ausflug hat sich's noch gelohnt. So. Indigo-Plateau, das ultimative Ziel anderer Trainer. Hauptquartier der Pokémon-Liga. So. So, an dieser Stelle möchte ich jetzt aber meinen Part beenden und das nächste Mal sehen wir uns dann auch gleich wieder, denn dann nehmen wir zu zweit auf. Bis dahin, macht's gut, viel Spaß, schaut euch nicht so viel Unsinn an, wir sehen uns nächste Woche.